Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Back in Space mit Luke, der sich irgendwo hier versteckt hat. Ach, da unten ist er. Ah, klar, ich stehe vorne am Terminal und habe mich logischerweise versteckt. Ja. Ja, ich wollte heute, ist schon ein bisschen her, ich wollte aber euch trotzdem mal heute das Update-Video bringen, was denn so alles in Livestream passiert ist. Und zwar, ich habe hier, ihr seht schon, ich habe hier Traumnomikon und den Taumometer und ein Schreibset. Ja, da haben wir es auch so langsam angefangen. Und, ja, jetzt haben wir endlich mal unsere Jetpack, wie zum Beispiel unsere Rüstung, mal voll aufgeladen. Das haben wir jetzt noch gemacht. Und ja, Luke war, hat noch hier ein bisschen Schutz drauf gehauen und Full Evidence. Ja. Also hat schon ein bisschen was noch gemacht. Hier sind die ganzen Schreibtische. Das haben wir aber eher so am Ende gemacht. Das ist hier eigentlich schon komplett fertig. Hier ist auch die Raketenwerkbank. Wir haben die Rakete hier gebaut. Die ist aber, die ist noch im ME-System. Da kommen wir aber gleich dazu. Und hier oben ist, ja, ist alles so geblieben eigentlich. Ist, hier oben ist nichts Neues. Eher im Untergrund. Das seht ihr jetzt gleich, warte. Okay. Also ME-System. Irgendwo haben wir die Rakete, oder? Ist eine Obsidian-Kiste daneben. Achso. Wird doch dahin getan wegen ME-System eventuell ausfallen und so weiter. Achso, hier, die Rakete haben wir zusammen gebastelt. Und jetzt haben wir auch hier so ein mit der Schafe, dass sie nicht sterben und so. Haben extra so einen kleinen Raum gemacht. Hallo Schafe. Hans-Dieter und der Günther. Ja. Ich fühle mich hier gerade wie so ein Zoo, ne? Warum? Ja, so Art, naja. Da fehlen nur noch die Schweine, die Kühe, die Giraffen. Das ist nur mal so, das kann ja noch kommen. Okay. So, ja, es sieht hier alles verwirrend aus, ist es auch. Ich habe absolut hier, ja, hier hat sich ein bisschen was getan. Hier vorne hat sich was getan. Jetzt produziert so Signalität, keine Ahnung. Es soll auf jeden Fall richtig wertvoll sein. Irgendwie mit 10.000, ja, mit dem Cobblestone da. Singularities. Genau. Weil Singularities nämlich quasi eine der teuersten Items von Applied Energistics oder so quasi im ME-System-Mod. Und ja, die werden halt für einige Rezepte benötigt. Und wir wollen die nicht permanent herstellen, weil es dann viel zu teuer wäre und wir damit somit, weil ja quasi der größte Teil unseres Cobblestones im Moment, also zumindest ein kleiner Teil, geht ja im Moment in Lava-Produktion. Wir brauchen ja Lava-Produktion, um unseren ganzen Strom betreiben zu können. Genau, so sieht's aus. Das ist der ganze Hintergrund, warum wir das genau so gemacht haben. Enderflux ist hier. Schauen wir schon mal. Ja. Was haben wir hier? Ja, da haben wir versucht, oder der Luke hat schon mal zwischenzeitlich versucht, mal ins Nether reinzukommen. Oder in die Hölle eher gesagt, aber irgendwie passiert da nichts. Das klappt nämlich nur in der Overworld, habe ich herausgefunden. Okay, gut. Muss man auch natürlich erst drauf kommen. Ja, das stimmt. Ja, dann haben wir hier mit ME-System. Hat der Logo ein bisschen aufgestockt, das sind jeweils immer die 4K ME Speicherzellen drin. Also, Platz haben wir jetzt genug. Also, ja. Da hinten wird schön natürlich Material produziert, ne? Hier ist auch irgendwie was Automatisches, was genau, weiß ich gar nicht mehr, aber das... was meinst du jetzt? Da hinten, die ganz hinten, die Maschinen, also die... Lagerungsschmelzen. Also der Ofen ist automatisiert, um Glas zu produzieren. Das Ding, die Elite Crushing Factory, um Silikon zu produzieren, weil Silikon braucht man ja für einige Prozessoren und die Prozessoren werden hier produziert. Leute, siehst du, ihr seht schon, ich habe absolut keine Ahnung mit der ganzen Technik. Absolut nicht.
Hier haben wir noch. Es ist halt schon ziemlich viel dazu gekommen. Ja, ist auf jeden Fall sehr viel. Ich hab da auch nicht. Brutal zur Last Millennium ist da auch. Keine Ahnung, ist andere. Das funktioniert aber noch nicht, weil da noch ein Mob fehlt. Ja, und dann haben wir in Leistung ganz viel Öl gesammelt. Hier sind die. Da ist jetzt zum Beispiel eine Öltrommel. Da oben ist ein Treibstoff. Hier haben wir auch noch Öl. Also, hups, jetzt bin ich hier ins Loch reingefallen. Unglaublich. Ja, und hier kann man nochmal Strom, nochmal seine Jetpack und sowas aufladen. Ja. Ansonsten, was haben wir hier noch gemacht? Ich überlege gerade. Ach ja, wir waren auch in Leistung, haben wir auch natürlich auch nochmal. In der Dimension waren wir da und haben wir noch ein bisschen Level gefarmt. Und da hatten wir auf jeden Fall eine Welt gehabt, wo wir Smaragde hatten. Und da haben wir einfach nochmal so ein bisschen ja, durchgegangen und haben da auch Öl in der Welt auch noch gefunden und haben das natürlich auch hierher getransportiert. Ja, auf jeden Fall. Und hier sind auch nochmal ein paar Maschinen. Auto, Zaubertisch. Was wir jetzt schon theoretisch machen könnten. Wir könnten theoretisch jetzt schon unendlich Nethersterne bekommen. Wie? Das Lustigste ist, ich habe ein Dimlet für Wither. Das heißt, wir könnten eine Welt erstellen, wo nur Wither spawnen. Lol. Ja gut. Aber sollten wir nicht alleine machen, weil zu zweit ist, glaube ich, tot. So, Kevin hat immer noch nicht seine Geschenke geholt. Eieiei. Welches Tier willst du haben? Also Fledermäuse, Hühner, Schweine, Kühe, Schafe. Weiß nicht. Kühe wären doch sinnvoll, oder nicht? Okay, dann lasse ich Kühe rein. Kühe Passt sind. ja zu unserer jüngeren Dimension. Also das heißt, dass quasi nur Kühe das spawnen können. Okay. Aber okay. So, Weil ich will jetzt nicht ansonsten. unbedingt da irgendwie Enderdrachen spawnen, deswegen muss ich das vordefinieren. Okay. Also ansonsten gibt es jetzt Noch nichts eine Neues. Dimension, Vielleicht okay. gibt es noch irgendwas, das man noch erwähnen sollen, Luke? Was vielleicht noch? Jetzt im Moment nicht so Also, großartiges. ich wüsste jetzt auch nicht. Was ich jetzt noch mal ein bisschen machen kann, ist hier mit Taunomikon ein bisschen rumhantieren. Ein bisschen alles so abscannen, aber das wird ein bisschen schwieriger. Da machen wir vielleicht auch nochmal, dass es vielleicht ein bisschen besser geht mit diesen, na, Inventar-Scanning ist natürlich dann. Ja, das kommt auch noch hinzu. Das kommt aber erst im nächsten. Ja, machen wir aber dann demnächst erst, genau. Ah, da gibt es nichts. Lever. Hebel. Ja, ich bin immer noch am Englischen. Was wollen wir da drin eventuell noch haben? So, Ja, also. Nee, ich meine erstmal die Basic-Dimension. Ich denke, das ist in Ordnung. Weil wir brauchen im Moment noch keinen anderen Rahmen, sonst hätte ich da noch dann irgendwie müssen wir Erze hier generieren mal lassen. gucken, ob wir irgendwas. Wir haben ja schon ein paar Aspekte, aber ja. Müssen wir gleich mal gucken. Kiste können wir vielleicht noch. Truhe. Nee, nicht. Schild. Auch nicht. Hier, Druckplatte. Eichenholz. Auch nicht. Wir bräuchten Gras oder so. Gras und Hey, Blumen. Gras ist vor der Haustür. Ja, ach so, Blumen, warte mal. Da kann ich doch hier einfach mal. Request. 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 Ja, mal gucken. Da gucken wir doch einfach mal. Hallo. Na? Ich krieg echt nicht mehr so viel Schaden. Das ist richtig gut, die Platte. Ich krieg
Kaum, ich krieg überhaupt keinen Schaden. Zack, weg mit euch. Ja, und hier sind wieder Meteor, der uns wieder hier so ein bisschen wieder die Gegend ein bisschen kaputt macht. Weil vorm Haus sind schon wieder welche eingeschlagen. Yay! Wer hat das ja an uns erwartet? Wir haben schon alles sicher gemacht, aber irgendwie. So, da haben wir das noch. Und dann kommt Hoffnung, dass man das hier abscannen kann. Nein. Geht nicht. Rote Tulpe. Auch nicht. Orangene Tulpe. Haben wir noch Bone Meal? 16.000 glaube ich im System. Oder noch mehr. Ja, so viel brauche ich jetzt nicht. Knochen. Oh, ja. Oh. Ja, ja. Ist schon ein bisschen was. Dann nehme ich mal 10 mit. So. Hello. Hello. So, so. Auch 15.000 AF, um aufrechterhalten zu bleiben. Okay. Gut, da wissen wir ja, was wir zu tun haben. Wir müssen 15.000 AF pro Tick produzieren. Ah, Gras tut's auch nicht. Oh, was? Will nicht. Da ist wieder Spaß dran, alles abzuscannen. Mondrasen geht, glaube ich, erst recht nicht. Checkpoint mal aktivieren. Hui. Meteoren sind genau in der Baumfarm reingeknallt, ne? Geil. Das sind 1, 2, ja, das dritte ist nebendran, aber er hat nochmal Glück gehabt. So cool mit dem Jetpack, du kannst alles abscannen. Hm. Sandstein, Eisenbretter. Ach, Lava haben wir doch unten, oder? Da kann ich Lava vielleicht mal abscannen. Oder ich muss ein paar Aspekte vielleicht mal so kombinieren. Ist halt ziemlich schwierig hier. Ach, Lava kannst du nicht so, oder? Lava, genau. Ja, Lava ging. Wusste ich doch. Lava ging. Klosterfackel. Nein. Fabrikblöcke. Oh, die sind nice, die Fabrikblöcke. So Pilze. Auch nicht. Auch nicht. Oh. Wasser. Oh, es gab aber ganz schön viel. Oh. Okay, wir müssen dann vielleicht mal. Vielleicht mache ich das auch in Livestream. Mal so ein bisschen darum kümmern. Dass nur so ein paar Aspekte hat. Jetzt geht der Sound auch wieder. Oh ne. Schafe vielleicht. Wir haben hier noch Schafe. Hallo Günther. Ne, der Günther geht nicht. Was wird? Oh, Luke hat einen Erfolg erzielt. Punkt zu Punkt verbinden. Alles klar. Weil ich meine jetzt nämlich P2P-Basis, deswegen Point to Point. Achso, ja, bei mir ist alles auf Deutsch. Deutsch! So. Ja, man kann halt nicht so viel. Truhe vielleicht? Okay, dann gucken wir mal noch die letzte Minute noch. Ob wir da vielleicht noch einen Aspekt rauskriegen. So. Also ne, ich glaube, das wird es hier.
Ja, genau. So ein paar Aspekte weiß ich nur. Das war das nicht. Also das war das. Das glaube ich. Nee, dann war es das. Das und das. Oh, das weiß ich nicht mehr, Leute. Vektor ist. Ach ja, jetzt haben wir Vaktus. Siehst du, ein paar Aspekte haben wir jetzt. Ja. Es sieht noch ziemlich leer aus, aber ich denke, wir kommen da immer weiter voran. Was vielleicht? Ah, okay. Das. So, den vielleicht? Ja! Ja, wir haben jetzt Pflanzen. Nice. Gut, dann würde ich sagen, was das für diese Folge erstmal. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da, eine Bewertung. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao!